Erneuerung des Denkens, wie Gottes Wort unser Leben transformiert. Heute sprechen wir über einen revolutionären Prozess, der das Potenzial hat, unser Leben von Grund auf zu verändern. Die Erneuerung unseres Denkens durch Gottes Wort. Römer 12,2 ruft uns auf: Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch durch Erneuerung eures Denkens verwandeln. Aber was bedeutet das? Es bedeutet, dass unser altes Denken oft in völlig anderen Bahnen läuft als die Gedanken Gottes und dass wir uns an seinem Wort messen müssen, um die Wahrheit zu erkennen und die Lügen abzulegen, die uns oft gefangen halten. Lasst uns gemeinsam die wichtigsten Bereiche durchgehen, in denen die Bibel uns aufruft, unser Denken zu erneuern, unser Leben zu verändern und uns von Gottes Wahrheit prägen zu lassen. Identität. Wer bin ich wirklich? Unser altes Denken sagt, ich bin das, was andere über mich denken. Gottes Wort aber sagt, dass wir seine geliebten Kinder sind. Bedeutung und Wert. Warum bin ich wertvoll? Weltliches Denken sieht den Wert oft in Erfolg oder Reichtum. Die Bibel lehrt, dass unser Wert darin liegt, dass Gott uns geschaffen und geliebt hat. Macht und Einfluss. Was bedeutet Größe? Die Welt sucht nach Macht, doch Jesus sagt, wer der Größte sein will, soll der Diener aller sein. Vergebung. Muss ich das wirklich vergeben? Das alte Denken sagt, vergeben bedeutet Schwäche, doch die Bibel zeigt, dass wahre Stärke im Vergeben liegt, wie uns Jesus am Kreuz gezeigt hat. Finanzen und Besitz. Was ist wirklich Reichtum? Unser Denken sagt oft, dass Besitz und Sicherheit gibt. Die Bibel sagt, dass wahre Sicherheit im Vertrauen auf Gott liegt. Freiheit. Was heißt es, frei zu sein? Die Welt lehrt, dass Freiheit bedeutet, tun und lassen zu können, was wir wollen. Gottes Wort zeigt, dass wahre Freiheit in der Hingabe an Gott liegt. Erfolg. Wann bin ich erfolgreich? Unser altes Denken sieht Erfolg in Leistung und Anerkennung. Doch Jesus lehrt, dass wahrer Erfolg in Treue und Gehorsam liegt. Liebe und Beziehung. Was ist echte Liebe? Die Welt sieht Liebe oft als etwas, das uns dient. Die Bibel aber zeigt uns, dass echte Liebe opferbereit und selbstlos ist. Angst und Sorgen. Muss ich ständig Angst haben? Unser Denken klammert sich an Sorgen und Ängste. Doch Gottes Wort ruft uns auf, in ihm Frieden zu finden. Sexualität. Wofür ist Sexualität gedacht? In einer Kultur der Freizügigkeit sagt uns die Bibel, dass Sexualität ein Geschenk ist, das in der Ehe zur Ehre Gottes gelebt werden soll. Zeit und Prioritäten. Wie soll ich meine Zeit nutzen? Unser altes Denken geht oft auf Genuss und Bequemlichkeit aus. Doch Gottes Wort ruft uns auf, die Zeit weise zu nutzen, denn die Tage sind böse. Wahrheit. Gibt es absolute Wahrheit? Die Welt sagt, die Wahrheit ist relativ. Doch Jesus bezeugt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Eifersucht und Neid. Warum soll ich mich nicht vergleichen? Unser altes Denken vergleicht und neidet. Gottes Wort ruft uns auf, dankbar und zufrieden zu sein. Gerechtigkeit. Woher kommt wahre Gerechtigkeit? Die Welt strebt nach menschlicher Gerechtigkeit. Doch die Bibel zeigt uns, dass wahre Gerechtigkeit nur in Christus zu finden ist. Erfolg und Misserfolg. Wie gehe ich damit um? Unser Denken sagt, dass Erfolg uns ausmacht und Misserfolg uns abwertet. Die Bibel zeigt, dass Gottes Liebe und Annahme unabhängig davon sind. Stolz und Demut. Warum ist Demut besser? Unser altes Denken sieht Demut als Schwäche. Doch Gottes Wort sagt, dass er den Stolzen widersteht, aber dem Demütigen Gnade schenkt. Leiden. Warum lässt Gott das zu? Wir neigen dazu, Leiden zu meiden und uns von Gott verlassen zu fühlen. Doch die Bibel zeigt, dass Leiden uns formt und uns Gott näher bringt. Gebet. Warum und wie sollen wir beten? Das alte Denken sieht Gebet oft als letzte Rettung. Gottes Wort lehrt, dass Gebet unser tägliches Bedürfnis ist. Hingabe. Warum soll ich mein Leben Gott geben? Die Welt lehrt, dass Selbstverwirklichung das Ziel ist. Doch die Bibel zeigt, dass echte Erfüllung in der Hingabe an Gott liegt. Ewigkeitsperspektive. Was zählt wirklich? Unser Denken fixiert sich auf das Hier und Jetzt. Gottes Wort ruft uns auf, das Ewige ins Auge zu fassen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Die Bibel sagt, dass wir in Christus eine neue Schöpfung sind. Lasst uns daher das alte Denken ablegen und unser Denken erneuern, damit wir die Fülle des Lebens in Christus erfahren. Durch die beständige Hinwendung zum Wort Gottes kann unser Verstand verändert werden, sodass wir den Willen Gottes erkennen und ausleben.
Nur so erleben wir die wahre Freiheit und Freude, die uns durch Christus verheißen ist. Lasst uns heute neu beginnen und entschlossen Gottes Wort zu unserem Maßstab machen.